Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 360 von Simotrans, ne? Wir haben hier letztes Mal diesen Zug hier gehabt, den wollen wir mal gerade gucken. Hat das jetzt der Bahnhof und das ist der Zug und der ist mit 541 voll und daneben ist ein anderer. Den hatten wir gesplittet. Sondershausen-Floto fährt der. Und der hat volle Ladung und dieser hat auch volle Ladung. Jetzt ist wirklich zu überlegen, ob wir weiter aufsplitten oder nicht, ne? Eigentlich müssten wir diesen Zug hier nur da von da nach da fahren lassen, wahrscheinlich, weil hier, wie wir sehen, sind auch Tausende von Leute, die da weiter müssen. Ich denke, nach dem Intro machen wir das auch, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir da noch einen Zug ans Rennen kriegen. Das macht ja so keinen Sinn, ne? Müssten wir mal schauen. Sondershausen, Weidmannsdorfer und Tierstraße. Oh, hier sind überall Industrien auf den Feldern. Das heißt, da muss auch was passieren. Und wo war denn jetzt hier das Depot? War das gar nicht hier? Wo war das Depot hier? Ich dachte, das wäre da oben gewesen, aber das war das Busdepot, ne? Hier ist auch eine Linie. Wo geht denn die hin? Ach, da zum Kraftwerk, okay. Ach so, bei Lauter war das hier unten, ne? Da war das Depot. Hier ist es. So, das bedeutet, wir brauchen einen Zug. Einen Zug, der von. Ah, ich glaube, da brauchen wir nur so einen nehmen, weil das nur eine sehr kurze Strecke ist, ne? Den machen wir so, aber doppelt. Wie viel kann er jetzt? 228, ne? Machen wir mal dreifach. Drei Teile. Und Fahrplan wird Fahrplanlinie werden. Und das müssen wir jetzt hier mal gerade einrichten. Das ist von hier nach da. Wo dreht denn der? Okay, das müssen wir gleich auch noch machen. Das ist dann Personenzug Sondershausen. Das eine war Hirschweg und das andere hieß Hirschweg ist hier. Ah, das heißt Hirschweg oder Straße? Straße zu Weidmannsdorfer Straße. Das ist die Linie, ne? Personenzug Sondershausen, Hirschstraße, Weidmannsdorfer Straße. Passt. Hat er übernommen? Ja. Das kann geschlossen werden. Also Fahrplan. Nee, nichts eigener Fahrplan, sondern Personenzug hier. Und das ist soweit richtig. Das ist auch richtig und starten. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier noch Gleise legen, dass der nach dem Bahnhof hier steuert und nicht so weit fahren muss. Sondern hier wechseln kann. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein Signal hin. Und da auch. Dann muss der so rumfahren. Ich hoffe, das ist so richtig. Und da oben bei dem Bahnhof, wie sieht das da aus? Danach kann man drehen. Okay, passt. So, jetzt müssen wir gucken, wann er kommt. Ah ne, der muss ja von hier unten kommen. Da ist er. Sondershausen, Hirschstraße, Weidmann. Rosenweg fährt er an. Ist das denn so richtig? Hä? Und wer will das jetzt nicht irgendwie verbaselt hier? Sondershausen, Rosenweg? Das ist doch hier nicht Rosenweg, oder?
Oder oh, ist doch Rosenweg. Ach, hier ist die Haltestelle Weidmannsdorf. Rosenweg ist hier der große Bahnhof. Alles klar. Das bedeutet, wir müssen nur gerade mal die Linie umändern, namentlich. Da. Personenzug. Und das ist dann Rosenweg und nicht Weidmannsdorfer. Auch gut, ne? Namensänderung kein Problem. Jetzt müssen ja die 342 Leute rein, oder? Ist kein einziger eingestiegen. Warum nicht? Weil er wahrscheinlich erst zu hier Straße fährt. Nee, eigentlich nicht. Ja, warten wir es ab, was da jetzt passiert, oder? Hier müssen doch jetzt welche einsteigen. Na, nicht laden haben wir nicht. Achso, er hält auf dieser Seite, ja. Und die müssten jetzt voll alle einsteigen. Tun sie auch, sehr gut. Und die muss er hier wieder lassen. Wo dreht der eigentlich um? Der kann da wieder zurückfahren, ne? Ja. Ich glaube, wir können da noch ein Signal mehr aufstellen, damit er bis hier vorfährt. Der hat jetzt Vorrang. Jetzt müssen die alle raus. Sind alle fast aus und nehmen nur 79 in die andere Richtung mit. Wahrscheinlich sind da tatsächlich nicht so viele, ne? Die wollen alle nach da. So, und dieser hier, den müssen wir jetzt mal bearbeiten, ne? Weil der ist ja jetzt hier verkehrt unterwegs. Also verkehrt nicht, aber die Linie ist. Ah ne, warte mal. Besser hier, ne? Sonderhausen-Hirschstraße, Fahrziel. Zwei-Städte-Express heißt der, okay. Dann heißt der nicht, ja doch, Zwei-Städte-Express heißt der schon. Aber der Fahrplan muss anders sein. Der Rosenweg hier, der muss weg. Lauter Kindergarten, Sonnenwendgasse. Hier Straße, dann können wir den auch einmal rausnehmen und dann wieder so, passt. Gut, der fährt 1400 Miese ein, der fährt 177.000 plus ein. Stellt sich nur die Frage, ob das hier auch ins Plus geht. Der hat natürlich mal eine Anreise gehabt, die vielleicht ein bisschen Geld gekostet hat. Müssen wir mal gucken, weiß ich nicht, ob sich das amortisiert oder ob das jetzt hier. Aber er nimmt jetzt schon 342 wieder mit, also es tut sich da was. Ach so, weil wir wahrscheinlich den hier runtergenommen haben, ne? Deswegen fahren die jetzt alle da mit, weil dieser hier nimmt die nicht mehr mit, ne? Aber sind da zwei auf der Linie? Kann das sein? Ah, es sind sogar zwei auf der Linie gewesen. Okay. Nicht schlimm. Dann war das seine letzte Fahrt bis zum Rosenweg, denke ich. So, dann haben wir den, der jetzt nochmal 15 hat und der hier 540. Okay. Er fährt jetzt auch 170, 180. Der müsste jetzt da anhalten, glaube ich, ne? Oder dreht er einmal? Ne, er dreht erst. Könnte dann vielleicht schon plus einfahren. Ja, 603. Das sieht schon mal gut aus. Und er kommt jetzt als nächstes hier rein. Auch vollgeladen. Könnte auch klappen. Er hat jetzt nur 111 mit. Warte mal, das ist jetzt auch hier wieder das gleiche wie da oben. Da gibt es dann keine Kehrtwende, ne? Dann machen wir mal so. Ja, können wir so stehen lassen. Hier ist ja ein Signal. Ja, und der Rest passt schon. Schauen wir mal, wie wir das werden. Oder wie das wird. Fährt ein Güterzug durch, okay. Also der hat jetzt 11, lädt 82 auf. Wo ist denn der? Ah, der war jetzt beim Kindergarten. Der hat 405 da.
Wie kriegt er jetzt hier mit? Von Sonnenwindgasse. 102. Gibt's da noch? Ne, gibt's. Das ist das nächste, ist dann Sonderhausen, ne? Der nächste ist Sonderhausen. Da kommen sie sich gegenüber, die beiden. 405 hat der andere. Okay. So, da kommt er zum Hirschstraße. Sieht erstmal gut aus, denke ich. Wie viel hat er jetzt hier gleich? Ah, er dreht ja hier. Aber 254 wollen da nach Lauter. Und, ja, nee, ist Lauter nur, glaube ich, ne? Da kann er drehen, das passt. Okay, der macht Plus. Der läuft hier auch. Ach, da sind auch zwei, die da drauf sind. Müssen wir mal gucken, ob das hier weniger wird, ne? Wahrscheinlich, ne, oder? Hier so nach Hause intern, da müssen wir auch noch gucken. Das ist nicht alles einfach, ne? Sondershausen, Thomas Edison Straße zum Beispiel. Wo ist die? Die ist hier. Verbindung. Stadtbus Sondershausen Süd und Stadtbus Bahnhof Rathaus. Heerstraße, Thomas Edison Straße. Fahrzeugliste, sind schon drei drauf. Eigentlich müsste da noch einer mehr dann drauf, ne? Wie ist mit Sünderhausen Süd? Fahrplan. Ist auch mit Hirschstraße alles drin, ne, und so. Aber Edisonstraße? Doch da, Thomas Edisonstraße, wird doppelt angefahren. Ja, ich glaube, dann lassen wir das erstmal so. Und gehen hoch zum Depot und setzen mal noch einen auf Sonderhausen drauf, ne? Wo war das Depot denn jetzt hier? Da. Busse. 91 km/h. Im Ort dürfen die sowieso noch 50 fahren. Nur benötigte. Ne, ich will Passagiere wollen wir. Ja, aber sortiert nach Kapazität. So ist das jetzt so. 52, 128, ja, 145. MAN Line City DD. Das ist doch hier mit 145 die beste Zuladung, ne? Komm, zack. Fahrplan ist Stadtbus war das. Sonderhausen. Bahnhof Rathaus. Kopier mal und starte und starte. Ich glaube, das ist schon richtig so. Was ist denn das hier für ein schickes Haus? Lemuria hat das gemalt. Okay. Er fährt gut plus ein. Er auch. Er auch und der auch. Hier 17, 168. Weiß nicht, ob das hier noch lange andauern wird, die beiden hier. Könnte sein, dass einer zu viel ist von den beiden. Weil die Auslastung ist ja jetzt nicht mehr so hoch, ne? Er hier hat jetzt noch ein bisschen mehr. 279 fährt er jetzt so hier gegen. Das ist mal gerade die bisschen mehr wie die Hälfte. Fahr mal mit gerade. Der andere hat mal gerade vier hier geladen. Die können damit in den anderen Zug mit rein, ne? Ich glaube, wir können da vielleicht einen weniger fahren lassen. So, zweiter Halt hier. Keiner nachgestiegen, weil er schon alle hat. So sieht's aus.
Ich glaube, den zweiten können wir hier runternehmen. Das wissen wir jetzt, wenn er hier angehalten hat. Ach so, das ist er hier. Ja, der 360, ne? Also auch noch nicht mal voll. Ich denke, wir werden den hier gleich rausnehmen. Der hat jetzt nur 4 und da werden es nicht viel mehr werden. Jetzt steht da und die 4 sind. Was ist denn hier jetzt passiert? Ach so, der steht vor dem Signal, was ziemlich. Alles gut, ich dachte schon gerade. Sah nur so ein bisschen optisch so aus, ne? So, die. Ah, 133 hat er doch, aber wenn wir die da 490, würde auch reingehen. Also, die hat natürlich jetzt gerade einen Anreiz gebracht. Ich denke mal. Ja, schwierig, ne? Lotto Waldeck ist klar, wir müssten jetzt hier was für lauter finden, ne? Hier unten sind 2, 4 Gäste. Ah, ich glaube, da sind nicht ganz viele nach Lauter. Da müssten wir jetzt mal schauen, dass wir ihn hier nehmen gerade und gucken, wie viel da für Lauter drin sitzen, wenn da welche sitzen würden. Ach, der ist schon irgendwo offen. Ja, 24, Sondershausen, Lauter, 27. Da sind nicht viele, die nach Lauter sind. Wo ist Lauter? Hier ist Lauter. 27 und 24. Um 16 und 12. Ah, das sind 100 Leute vielleicht, die der bringt. Das bedeutet, wir werden diesen hier nehmen, weil das der zweite ist gegenüber dem. Und werden ihm sagen, nicht laden. Einer ist drinne. Den einen müssen wir jetzt absetzen. Über die Heerstraße kommt er rein. Und nicht laden. Wir fahren hinter dem her. Machen wir gerade schneller. So, und dann kann er auch zum Depot. Passt erstmal. Wieso dreht er? Achso, das Depot war da unten, alles klar. Okay, dann ist der jetzt auf sich alleine gestellt. Das sollte aber irgendwie so funktionieren, denke ich mal. Und nächstes Mal müssen wir unbedingt schauen, dass wir, sag schon, hier, warte, ich muss die Lupe wieder das Zentrieren rausnehmen, dass wir sowas hier, die Mühle mal anschließen. Und da oben war auch was. Hier, Zuckerrübenbauer. Und wer weiß, was da noch alles auf der Karte ist. Das würde ich sagen, machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.